oder Steine. Ein Stadtspaziergang der besonderen Art. Auf Entdeckungstour durch Hoyerswerda. Und zu entdecken gibt es viel. 6 internationale Bildhauersymposien, dazu noch jede Menge Kunst im öffentlichen Raum. An jeder Station gab es eine Einführung über die Exponate und die Geschichten dahinter. Die Entdecker hatten jede Menge Spaß und getanzt wurde auch noch. Hoyerswerda tanzt wieder. Und diesmal sind es noch mehr. Alle Tanzschaffenden der Stadt arbeiten an einem Bühnenstück zu der Musik von Gundermann. Premiere ist am 14. September in der Lausitzhalle. Hier Probeneindrücke von der KUFA Tanzgruppe. Wir werden ein Team, sagen sich die 5 Klässler des Lessing-Gymnasiums. Im Rahmen des Kulturschulprojektes erarbeiten sie szenische Bühneneinlagen. Das Wichtigste dabei ist, alles im Team. Oder eine 2 geben. Ich würde sagen 2 plus entwicklungsfähig. Am schönsten waren die Einzelbeiträge. Ein sehr lebendiges Projekt, welches die Kommunikation in den Klassen fördert.